ja, wenn ich lange irgendwo herhocke oder bestimmt auf etwas konzentriere, dann habe ich schon manchmal so im Alltag ein bisschen Mühe mit dem Ganzen. Ja, ich kenne so das Handwerk und gerne mal etwas am Flicken oder so. Das mache ich schon noch gerne. Ich bin Oliver, 27 und schon seit 8 Jahren in der Webo. Mir gefällt es eigentlich super. Ich kann hier viele Sachen so machen, die gut kommen, die ich echt gut kann. Ich habe einen relativ abwechslungsreichen Alltag. Und ich bin auch noch froh, kann ich so ein bisschen Eigenverantwortung für eine Maschine übernehmen. Das ist ja auch, je nachdem, nicht echt so selbstverständlich. Du machst schon nicht ganz das Gleiche drauf. Zum Beispiel den Leerlaufwagen, wo nachher auch ein Kind laufen dran. Das macht mir echt noch Spass, so Sachen zu machen. Wenn ich den Oliver arbeiten sehe, dann hat man einen gewissen Stolz und eine gewisse Zufriedenheit. Auch. Und man fördert die Leute ja täglich fördern und versucht, das Beste rauszuholen mit unserer Art, die wir hier machen. Bei uns in der Webo arbeiten ca. 1650 Mitarbeiter. Davon sind zwischen 23 bis 28 Personen mit einer Beeinträchtigung bei uns in der Schreinerei angestellt. Im Gegensatz zu einer normalen Schreinerei muss man hier Aufträge mehr splitten. Das heisst, wir nehmen die Arbeit so auseinander, als der einzelne Mitarbeiter die Arbeit auch durchführen kann. Die Webo verteilt sich grundsätzlich auf 8 Standorte über den ganzen Kanton Solothurn. Wir haben natürlich neben der Schreinerei noch ganz viele andere Sektoren, wo wir tätig sind. Da haben wir zum Beispiel diverse Mechanikabteilungen, Elektronikabteilungen. Wir haben eine Gärtnerei und das geht hier bis zum Pharmasektor und Lebensmittelverarbeitung im Primär- und Sekundärbereich. Neben dem haben wir dann noch den ganzen Bereich Gastro. Wir haben den Bereich Wohnheim, wo unsere eigenen Mitarbeiter wohnen, aber zum Teil auch andere Personen können aufgenommen werden. Unsere Mitarbeiter haben alle irgendeine Form Einschränkung, sonst wären sie nicht bei uns. Die Möglichkeiten, die sie noch haben, die probieren wir so einzusetzen, dass es für sie und für uns als Organisation sinnbringend und auch nutzbringend ist. Solange die offene Wirtschaft die Leistung halt dermassen stark bewertet wird, sind viele Leute, die zu uns kommen, zum Teil fast ein bisschen verloren gewesen, weil man eigentlich gar nie eine Chance hat gegeben, sich und ihre Fähigkeiten einzubringen. Die Tatsache, dass wir heute eigentlich einer der allergrössten Arbeitgeber im ganzen Kanton sind, zeigt eigentlich, was für ein riesiges Potenzial das da oben ist. Was ganz viele Leute falsch vorstellen, ist, dass unsere Produktion nicht so ist, dass jetzt da 20, 30 Leute im Kreis sitzen und nebenbei noch so ein bisschen etwas basteln, sondern es ist wirklich ganz klar so, dass wir mit unseren Abteilungen einen sehr hohen Professionalisierungsgrad haben und dementsprechend mit dem, was wir können und machen, sehr nah sind an dem, was jede andere Firma auch kann und macht. Man ist immer stolz, wenn man Produkte sieht, die auf dem Markt bestehen kann. Es zeigt dir einmal mehr, dass Leute mit einer Beeinträchtigung auch einen Wert arbeiten können. Und es macht natürlich auch eine riesige Freude, dass Leute mit Beeinträchtigung solche Produkte herstellen können, hier in der Webo. Ja, das ist mir eigentlich schon noch wichtig, dass ich auch ein bisschen weiss, was es am Schluss gibt. Nicht, dass ich eigentlich an der Maschine, ich mache jetzt das einfach mal. Und was es dann schlussendlich näher gibt, ist mir eigentlich gereicht. Nein, das ist mir eben nicht. Ich bin ein bisschen interessiert, dass es am Schluss auch ein Produkt gibt. Und je nachdem, was es dahin geht, finde ich schon noch wichtig, dass man auch ein bisschen an das denken. Ich persönlich wünsche mir für die Zukunft von der Webo, dass alle Leute, die in irgendeiner Form mit der Webo zu tun haben oder schon mal davon gehört haben, mal bei uns hineinschauen, um zu sehen, was die Webo wirklich macht. Ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass Personen mit Beeinträchtigungen nicht leistungsfähig oder vor allem auch nicht leistungswillig wären. Im Gegenteil. Ich erlebe tagtäglich immer wieder, dass Leute eben genau trotz ihrer Beeinträchtigungen etwas leisten wollen. Und auch stolz sind darauf, wenn sie am Abend heimgehen und sagen, du, ich habe heute 1000 Teile bedruckt auf der Tampon-Druckmaschine zum Beispiel. Und sie sind richtig stolz darauf und das auch zu Recht, weil sie
für ihre Möglichkeiten sehr, sehr viel geleistet haben. Und ich ziehe den Hut vor ganz, ganz, ganz vielen Leuten, die tagtäglich sich Mühe geben, ihren Job toll zu machen. Und ich muss sagen, die Einsatzfreude, die viele von unseren Mitarbeitern an den Tag legen, trotz der Beeinträchtigungen, das ist super.